So. Können wir schon mal hier auf den Eiertritt wechseln. Na? Guckt er nach draußen. Und jetzt sagt er, ulala. Hallo. Hallo, Großer. Okay, das klappt also. Ja, wir können uns dann übrigens auch bewegen und ihn einfach... Okay, können wir speichern. Alles klar. So, dann du da oben. Mal die Schwarmerfäuste aber auch mal wegnehmen. Dann können wir nämlich mit Dog uns diese Fiole holen. Dafür brauchen wir aber Sanchez. Müssen wir mal gucken. Wo wird er denn gesehen hier? Was ist, wenn er da hochläuft? Ja, klappt doch. Okay, super. Dann haben wir den. Dann können wir mit Dog auch schon mal hier reinlaufen. Und uns das Gute holen. So. Wie viel haben wir jetzt hiervon? 6 Stück dürften wir haben, oder? Jo. 6 Stück. Holen Kate hier hin. Und dann haben wir hier oben schon mal den ersten Teil hier erfüllt. Okay, jetzt. Hä, was wird sich denn jetzt da gewundert? Okay, wo ist denn. Hä, wieso wundert der sich hier hinten? Hat er uns gehört? Ich speichere mal. Wo ist Kate? Da ist Kate. Und dann. Oh nein, ich speichere nochmal. Holen wir uns mal das Kleid und mal gucken, ob wir da irgendwie noch eine da irgendwie Aktion machen. Der ist jetzt alleine da. Warum ist denn der alleine da? Jetzt ist er alleine, okay. Dann können wir den noch einfach ausschalten. Das machen wir doch einfach mal. Wie sieht es denn jetzt mit Kate aus? Ah ja, jetzt haben wir also mit Kate quasi das Kleidchen und haben... Oh, der Kater. Und können jetzt hier also nichts mehr machen mit ihr. Okay. Das heißt, wir laden das Ganze nochmal. Holen uns Sanchez. Holen uns den Stein. Treffen wir ihn? Ah. Ah, okay, er. Sieht er ihn? Ja, er sieht ihn. Und rennt runter. Okay. In der Zeit. Können wir ihn ja ganz gemütlich hier oben hin verfrachten. Ja. Und gucken mal. Passiert hier irgendwas? Nö, über. Sollte jetzt eigentlich kein Alarm hier geschlagen werden, aber wir warten noch mal kurz. Er ist total aufgeregt. Kommen da jetzt irgendwelche raus? Die kommen von da oben runter, okay. Und Frage ist, passiert hier irgendwas? Oder gehen die dann wieder zurück?
oder blockieren uns den Weg. Sehr süß. Gehen hier einfach wieder zurück. Und auf ihre ursprüngliche Position. Er ist noch immer ganz aufgeregt. Dann können wir das Ganze doch mal speichern hier. Und der läuft jetzt schon wieder runter, weil er. Oh, der Kater. Weil er ihn vermisst. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den nicht einfach auch mit dem Stein treffen können. Komm mal her hier. Wo bist du? Ja. Ah! Wir laden das Ganze noch mal. Jetzt wissen wir ja, wo er hingeht. Jetzt können wir ihn noch hier rein theoretisch mit dem Stein treffen. Komm mal her hier. It's all about timing hier. Den sollten wir eigentlich. Und? Ah, haben wir ihn nicht getroffen. Und Scheiß hier. Ah! Mann! Sollte doch möglich sein. Ih, zu langsam! Naja, den treffen wir nicht, scheiße. Dann treffen wir den nicht. Ja! Jetzt. Gut, super. Sehr schön. So, dann holen wir hier mal Kate. Ah ja, kommt da auch immer wieder lang. Dann Sanchez, legt die mal da ab. Und dann können wir nämlich den hier. Jo, auch drin. Auch treffen. Ach Scheiße, jetzt habe ich den. Ach Mann. Ah, Mensch. Hä? Jetzt fällt er sich ja ganz anders. Jetzt haut er wieder da ab. Was ist das denn? Schnell speichern. Hol den hier ab mit dem Stein. Mit Sanchez, gut. Sanchez ist schon ein cooler Charakter, der hat viele nützliche Eigenschaften. Vielleicht können wir den auch da unten mal mit dem Tequila. Obwohl, ja, hier reicht eigentlich der. Ah, komm mal her hier. Jetzt geht er aufs Pferd. Tee. Nee. Ja, der Steinwurf ist ab und zu mal ein bisschen komplizierter. Ja? Sehr schön. Wo ist denn der Stein hier? So, die sind also alle betäubt. Sehr schön. Nehmen wir mal das Pferd hier. Ist der Stein jetzt weg? Nicht dein Ernst. Liegt der da irgendwo? Ja, der liegt da noch irgendwo. Irgendwo hier? Irgendwo hier liegt der Stein. Ah, packt das Pferd mal her. Da liegt er. Alles klar. Gut. Super. F5. Dann holen wir mal Kate hier wieder. Die wird mal hier die Gegner erledigen im Hinterhof. Zack, zack. Das warst du. Dann wachen die wenigstens nicht mehr auf. Ah, komm mal her hier. Auch in die richtige Richtung treten.
Okay. So, speichern wir. Alles klar. So, wo ist ein Doggy Dog? So, dann sieht es doch hier oben schon mal gar nicht so schlecht aus. So, wie kommen wir denn mit Sam dahin? Die Frage ist, können wir diese beiden hier irgendwie mit der Büchse vielleicht ausnocken? Wenn wir uns da irgendwie hinhocken. Weiß es nicht. Wir probieren es aus, würde ich sagen. Zack. Holen uns Sanchez hier hin. Da unten werden wir ja nicht gesehen. Holen uns hier den Stein. Das sieht er uns nicht. Okay. Gut. Dann machen wir hier mal eine Siesta. Nee, eine Siesta. Warten, bis die beiden Bleppos hier wieder da sind. Okay. Die beiden da oben könnten wir notfalls ja auch mit Cooper, nee, mit Dog ausschalten, indem wir die einfach betäuben, wenn die hier auf einem Fleck stehen. Wir kommen aber hier definitiv, glaube ich, nicht rein, weil es sind einfach zu viele Soldaten und da wollen wir eigentlich auch gar nicht hin. So, da kommen die beiden angestratzt. Wir speichern nochmal. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil der eine irgendwie davor geht. Und dann auf uns aufmerksam wird, richtig? Oder auch nicht. Okay. Hehe. Ah, okay. Gut, das hat funktioniert. Knappe Sache, aber es hat funktioniert. Das heißt, wir speichern mal schnell. Das heißt, wir können ihn doch jetzt rein theoretisch auch mit dem Stein hier. Ja, mehr oder weniger. Hier so abwerfen. Der hat nicht getroffen. Ach, nicht mit der Büchse. Mann, das ist doch. Komm mal her hier. Wirst ihn ja wohl mal mit dem Stein treffen, ey. Ja, sehr schön. Okay. Super. So, dann haben wir hier also drei auf einmal ausgeschaltet. Dann ist also auf dem Dach nur noch einer. Wir haben ja jetzt auch zwei Steine. Das ist gut. Packen die hier wieder in den Hinterhof. Nee, Doc. So. Wo ist Kate? Kate war die 4. So, sicherheitshalber. Bringen wir die um die Ecke, nehmen Sanchez und tragen die beiden mal ebenfalls in den Hof. Ja, und dann. Sieht's gut aus. So, 4T. Oh, er fliegt aber weit. Zack.
Okay. So, dann, wie gehen wir weiter vor? Wollen wir den da oben abschießen? Nee, wollen wir eigentlich nicht. Vielleicht können wir Kate noch mal gebrauchen. Wie sieht's mit dir aus? Ach, den da, ja. Na gut, den können wir ja einfach mit dem Stein abwerfen. Der wird ja hier von keinem mehr gesehen. Also ihr seht schon, der Stein ist relativ mächtig. Oder wird er von dem da oben gesehen und von dem wird er auch gesehen, okay. Was ist, wenn wir erstmal den nach oben erledigen? Das sollte doch klappen. Speichern nochmal. Ah, da ist der Hausmeister. Okay, den bringe ich jetzt schnell weg. Gut. So. Weiteres Vorgehen hier. Den könnten wir doch eigentlich. Vielleicht können wir den versuchen, hier mit Kate anzu. Oder vielleicht auch den da oben mit Kate anzulocken. Den vom Dach kriegen wir doch auch. Wenn wir den spiegeln, dann müsste er doch eigentlich runtergerannt kommen, oder? Ich meine, das wird jetzt nicht funktionieren, wenn wir uns da hinstellen. Wir versuchen es mal. Ob wir den hier irgendwie spiegeln können oder blenden können. Vielleicht können wir auch den da hinten blenden. Das müsste doch rein theoretisch funktionieren, oder? Ja. Ist er aufmerksam geworden. Den da oben können wir leider nicht spiegeln. Aber ich meine, vielleicht können wir den auch einfach mit Kate anlocken. Wir probieren es mal aus hier. Zack. Holen uns schon mal Sanchez hier oben in die Ecke. Speichern nochmal. Jetzt haben wir Kate. Oh. Na, jetzt kommt er natürlich rübergelaufen. Und er bleibt unten stehen. Ja, und wird jetzt auf uns aufmerksam. Okay, das klappt also nicht. Das ist, wenn wir mit Kate hier den Kartentrick machen. Den versuchen da hochzulocken. Kommt da dann? Ja, er kommt. Und dann hier mit einem gezielten Wurf. Naja, er sieht uns gleich, okay. Das heißt, hier nochmal den Kartentrick. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ja, jetzt hat er die Karte gesehen. Speicher nochmal. Der wirft ja relativ weit. Das sollte ja eigentlich klappen, wenn wir uns hier hinten so verschanzen. Ja, da kommt er auf jeden Fall. Jetzt dreht er um. Okay. Ach, scheiße. Wir wollen ja Cooper hier nehmen, die 5. Nochmal. Nehmen den Stein hier. Scheiße. Das ist ein bisschen zu kompliziert. Sollen wir da jetzt in den Siesta-Modus gehen? Da kommt ja noch ein Stückchen hoch. Beachtet uns aber nicht weiter, okay. Na komm schon, den kriegen wir doch hier locker down.
Brauch mal ein bisschen Glück, wenn sie sich bewegen. Sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir gucken, ob er ihn da sieht. Nee, er sieht ihn nicht. Das sieht doch ganz gut aus. Auch die Bevölkerung macht keinerlei Anstalten, uns hier zu verpfeifen. Okay, gut. Dann sammeln wir hier alles wieder ein. Einmal die Spielkarten. Unseren Stein. Okay, die haben wir jetzt also alle hochverfrachtet. In Ordnung. Wo war denn Cooper eigentlich? Cooper war... Ah, der war da hinten. Okay. Wie sieht denn die Map jetzt aus? Die sieht doch hier schon relativ cool aus. Ja, da oben stört ein bisschen. Da nehmen wir doch mal Sand. Der kann ja da, obwohl der, wenn der dahin kommt, ist es ein bisschen blöd. Kann der überhaupt runter gucken? Ja, der kann dahin gucken. Was ist, wenn wir da eine Siesta machen? Mit Sanchez. Kommt der denn runter oder wackelt, bleibt da oben auf seiner Route? Wir könnten ihn jetzt auch mit dem Stein abwerfen, aber ich möchte gerne eigentlich die Steine behalten. Wir speichern das Ganze nochmal. Ich glaube, der war hier so. So, wir legen uns da mal einen Baum. Passt ja auch. Hier unten ist ja nichts weiter. Leider kann man das Scroll-Tempo hier nicht, wie man über die Karte scrollt, beeinflussen. Das ist ein bisschen lahm. Aber nun gut. Gucken wir mal. So. Aber der wird dadurch nicht abgelenkt, wa? Der guckt halt nur darunter, aber hier oben sind ja relativ viele Feinde, die uns hier sehen würden. Okay. Wie sieht's denn auf dieser Seite aus, wenn er da lang läuft? Okay, hier mit ihm bringt es nichts. Hier unten vielleicht. Da. Ich glaube, da hätten wir vielleicht sogar bessere Chancen. Probieren wir es mal aus hier. Ja. Oh, da ist aber viel, viel, viel Geduld nötig. Okay. Gut. Oh. Ja, zumindest können wir den hier auf jeden Fall wegmurksen. Da hinten kommt auch noch einer. Der sieht den. Auch. Dann hier T schon mal drücken.